Wisst ihr eigentlich, was ich zu schätzen gelernt habe, seitdem ich E-Auto fahre? Das ist das Ruhige, das Gelassene, das Leise, das wunderschön, Schöne, Schöne. Und ich als E-Autofahrer bin nicht nur leise unterwegs, sondern habe natürlich auch eine eigene Meinung, was jetzt Motorradlärm betrifft. Und dass die Meinung wahrscheinlich völlig von anderen E-Autofahrern abweicht, das, glaube ich, werdet ihr jetzt erfahren. Noch ein Intro. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Kunol. So, Fockerchens Heimfahrt, ich glaube 49. Und ich habe jetzt voll die Vorfahrt genommen. Ja, aber das, weil ich das so gut kann. Es ist in den Zeitungen. Ja, momentan geht es ja da rauf und runter und auch die Radiostationen, Fernsehen, überall hört man, liest man und sieht man das, dass es in Tirol seit 10., also seit, ich glaube, Samstag dann, oder? Was ist heute? Der 15. Freitag oder so, oder Donnerstag, dass da gewisse Strecken in Tirol gesperrt sind für Motorräder, die über 95 Dezibel Lautstärke im Standgeräusch eingetragen haben. Ja. Man hat auch gehört, dass der Bundesrat eigentlich jetzt vermehrt dazu plädiert, auch in Deutschland ein generelles Motorradfahrverbot für gewisse Strecken an Sonn- und Feiertagen zu machen. Ich habe auch schon gehört, am Samstag. Samstag ist weder Sonn- noch Feiertag. Samstag dürfte es noch gehen, aber ich habe auch schon gehört, dass es Samstag Sonn- und Feiertage sein soll. Bei gewissen Strecken, die sehr viel von Motorradfahrern genutzt werden. Jetzt wollte ich eigentlich das Video ganz anders aufziehen. Ich wollte mich eigentlich am Sonntag bei uns in der Durchgangsstraße durchs Dorf durch, wollte ich mich hinsetzen und wollte darüber berichten. Das Problem ist, dass es geregnet hat den ganzen Tag. Ich wollte eigentlich zeigen, dass wir auch in Birkland, wo ich wohne und wo ich auch selber sehr gerne Motorrad fahre, auch sehr betroffen sind von Motorradlärm. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Also jetzt nicht gleich verteufeln. Ich möchte jetzt erst einmal. Da vorne schon wieder so ein Motorradfahrer, fahrt einfach da vorbei! Mist! Bringen soll's! Nein, natürlich nicht. Kommen wir erst einmal zur allgemeinen Frage, die ich klären will. Und zwar: Was ist Lärm? So, was ist Lärm? Lärm ist meines Erachtens nicht wissenschaftlich definiert. Ich habe mich durchgelesen durchs Internet und so weiter. Da sagen sehr viele Seiten und sehr viele Studien sagen, laute Geräusche sind Lärm. Alles, je lauter das es ist, umso eher wird es als Lärm empfunden. Ja, ja, mag so stimmen. Aber so ist es nicht ganz. Ich gehe jetzt einmal von mir aus. Das heißt, dieser Bericht ist weder wissenschaftlich noch ist der irgendwie durch Statistiken hinterlegt. Sondern das ist für mich ein ganz, ja, von mir eine Empfindung, für mich, von mir persönlich. Denn was empfinde ich persönlich als Lärm? Jeder empfindet Lärm anders. Jeder empfindet auch Geräusche als Lärm, die ein anderer nicht als Lärm empfindet. Bestes Beispiel: Ich mag zum Beispiel
Ich höre mir unheimlich gern Düsenjäger an, also Jets, die vorbeifliegen bei uns. Wir sind so ein bisschen so Einflugschneise in Hohenfels und Grafenwöhr und da fliegen die immer hin und her, die Amis. Und das ist manchmal, sind sie sehr tief, ultraschnell und das ist für mich immer ein Erlebnis. Weil für mich sogar ein Düsenjet kein Lärm ist, sondern der hat für mich einen Sound. Ich kann verschiedene Flugzeugtypen nur am Klang erkennen. Und das ist bei Propellermaschinen auch so. Wenn ich jetzt da so ein P51 höre, wenn die da vorbeirauscht, ich spüle mal was rein. Das ist unfassbar, wie geil sich das anhört. Das ist für mich kein Lärm. Das ist für mich Sound. Genauso ist es, ein lautes Motorrad ist für mich Sound. Laute Autos, kommt drauf an. Für mich ist es so, stellt sich das so dar, dass Lärm für jeden eigen definiert wird. Jeder definiert seinen Punkt, wann ein Geräusch zum Lärm wird, selber. Ich war zum Beispiel auf dem Dragster-Rennen in Amerika damals, schon eine Zeit lang her, und da waren die Dragster mit ihren, keine Ahnung, wie viel 1000 PS und sind dann mit ihren V8 oder 2x V8 oder 3x V8 hintereinander geschalten, sind die dann bei uns an der Startlinie dann losgefahren. Wir waren weg vielleicht 15 Meter. Das war so unfassbar laut, dass ich weiß nicht, wer Dragster schon mal live erlebt hat, dass einen die Sicht vibriert hat, weil die Augäpfel in dem Kopf so vibriert haben, dass du nicht einmal mehr klar sehen hast können. Also wenn das nicht laut ist, dann weiß ich nicht, und es war kein Lärm für mich. Auch, glaube ich, sind für die meisten Leute kein Lärm, wenn die irgendwo an der Straße wohnen und es fährt einmal ein Motorrad vorbei oder zwei oder drei, auch lautere. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Das Problem ist, wie häufig das passiert. Wenn bei mir am Tag übers Haus zwei Düsenjäger fliegen, dann ist das für mich nur, oh ja, okay, ja, passt. Wenn das aber zweimal in der Minute passiert oder 10-mal in der Stunde und das ein Leben lang, dann klickt das Geräusch von Sound auf Lärm. So ist es mit dem Motorrad, so ist es mit dem Auto, so ist es mit Kindergeschrei. Muss man ganz ehrlich sagen, ich kenne Leute, die haben ein Haus nicht gekauft, weil es in der Nähe von der Schule war. Weil da hast jeden Tag um, keine Ahnung, 9:30 bis 10 haben die Pause und es ist wirklich laut. Für viele ist es kein Lärm, aber für manche ist es Lärm. Genauso ist es für manche Lärm. Ich bin zum Beispiel mal, ich habe 3 Schichten gefahren früher und ich bin, wenn ich von der 3. Schicht heimgekommen bin, geduscht, ins Bett und im Sommer natürlich das Fenster auf, weil es warm war, Rollo zu. Und da draußen war es so ein Vogelgezwitscher. So ein Vogelgezwitscher, dass ich das als unangenehm empfunden habe, nicht schlafen konnte, und dann war selbst Vogelgezwitscher für mich Lärm. Es gibt von Tom und Jerry ja diese, wo der Tom, der Kater, nicht schlafen kann, weil in der Küche der Wasserhahn tropft. Und ich glaube, auch das, selbst ein Wasserhahntropfen kann Lärm sein, wenn es stört. Und zwar, wenn es stört für das, was man machen will, wenn man schlafen will, wenn man sich gemütlich auf die Terrasse setzen will, sich mit der Familie unterhalten will, wenn man zusammen Kaffee trinken will, wenn man im Kino ist und neben ihm sitzt einer und knabbert die ganze Zeit oder raschelt die ganze Zeit mit der Tüte, dann nervt das und dann empfindet man das als Lärm. Ist einfach so. Lärm ist störend, egal in welchem Dezibelbereich. So, und wenn ich jetzt sehe, die 95 Dezibel Standgeräusch, die sie in Tirol jetzt aufrufen, sind sowas von hirnverbrannt, weil einen falscheren Wert für ein Motorrad, das laut ist, kann man gar nicht nehmen. Es geht gar nicht.
das Standgeräusch sagt ja nur aus, wie laut ein Motorrad sein darf, wenn es im Stand halbe Nenndrehzahl läuft. Und da ist zum Beispiel, ich habe MT-01 Yamaha und die ist eingetragen mit 94 Dezibel. Das heißt, ich darf mit der, darf ich nach Tirol fahren. Die haben irgendeinen Wert nehmen müssen, den sie leicht kontrollieren können. Das ist klar. Die hätten aber auch gleich, die hätten gleichzeitig den Wert nehmen können, alles was über 210 Stundenkilometer fährt. Oder alles was über 230 Kilo hat. Das hat den gleichen Einfluss auf die Lautstärke, nämlich überhaupt keinen. Es gibt keinen gesetzlich definierten gibt keine gesetzlich definierte Höchstgrenze im Standgeräusch. Gibt es nicht. Standgeräusch ist das, was der Konzern oder der Hersteller von dem Motorrad oder Auto, das gleiche, quasi angibt. Wir haben Motorräder, die sind ganz neu, die haben über 105, 106, 107 Dezibel. Im Autobereich auch. Weil es nicht wichtig ist, wie laut das Motorrad im Stand ist. Es ist völlig egal. Es gibt keine definierte Grenze im Gesetz. Rein theoretisch könntest du auch 120 reinschreiben. Wichtig ist, dass du die Fahrgeräusche einhältst und die sind beim Motorrad, so wie ich weiß, momentan bei 79 Dezibel. Das Problem ist, dass diese 79 Dezibel halt gesetzlich genau definiert sind. Und diese gesetzliche Definierung, heißt es Definierung? Definition? Definierung, also die Vorgabe, nennen wir es Vorgabe, ist schwammig wie alles, was im Gesetz steht. Du hast zwischen 50 und 80 Stundenkilometer hast du den Wert einzuhalten. Und zwar nur in einem gewissen Gang. Nehmen wir ein 5-Gang-Motorrad. Das heißt, die 79 Dezibel muss das Motorrad einhalten von 50 bis 80 im zweiten und im dritten Gang. Wenn du das im ersten fährst oder im vierten oder im fünften, dann darf dein Motorrad eigentlich so laut sein, wie es will. Und da ist das Problem. Weil wenn der Gesetzesgeber das nicht genau vorschreibt, machen die Hersteller natürlich, was sie wollen. Ist das gut oder schlecht? Kommen wir da noch drauf. Früher war es so, ich fahre ja schon seit 1983 Motorrad, auch große Motorräder dann, und früher hat es auch Wechseltüten gegeben. Das heißt, du hast den Originalauspuff runter und hast da eine Tüte drauf. Aus dem einfachen Grund, entweder war er schöner, weil er kleiner war, oder er hat Leistung gebracht. Sound war eigentlich damals gar nicht so notwendig, weil die Motorräder vor Haus also ja schon ein bisschen lauter waren als die jetzigen. Im Normalfall. So, das heißt, die Hersteller haben sich weniger auf den Sound konzentriert, sondern eher, dass das Motorrad leichter wird, dass es schöner ausschaut oder eben mehr Leistung hat. Heute definieren sich die Hersteller von diesen Auspuffanlagen, ob das jetzt Akropovic ist oder Kess oder wie es alle heißen, eigentlich nur auf den Sound, weil es gibt Anlagen, ich hatte zum Beispiel eine Kestec ESM 3 drin und die hat Leistung genommen, aber sie war laut. Und es kann mir keiner sagen, dass der einen Klappenauspuff kauft, bloß weil er den Drehmoment erhöht oder die Leistung erhöht, sondern die kaufen den zu 99,998%, da bin ich mir absolut sicher, kaufen die den nur, weil er Sound hat. Was ist Sound? Sound ist ein guter Klang, hat aber nichts mit Lautstärke zu tun. Viele verwechseln Sound mit Lautstärke, das ist auch im Audiobereich so. Hauptsache Bum Bum und laut, hat aber ganz wenig mit Klang zu tun, mit Sound. Und beim Motorrad ist es einfach so, dass die neuen Motorräder eigentlich laut Gesetz leiser sind als die alten. Eben mit 79 Dezibel Fahrgeräusch und früher haben sie irgendwie 85 gehabt oder so. Das heißt, die waren um einiges lauter, fast doppelt so laut, als die heutigen jetzt sind eigentlich, laut Papier. Aber das ist genauso wie die Verbrauchsangabe beim Auto.
da sagt jeder, der Golf vor 20 Jahren hat viel mehr verbraucht, als der Golf jetzt verbraucht, weil jetzt sind wir um 2 Liter runtergegangen. Aber das ist halt nur am Papier so. Wenn man damit fährt, wird man sehen, dass der Golf genauso viel braucht wie der Golf vor 20 Jahren. Nur mal als Golf halt. Ne? Wahrscheinlich mit jedem anderen Auto so. Ne? Warum? Sie sind schwerer, sie sind mehr zugestopft mit irgendwelchen Katalysatoren und so weiter. Das kostet einfach Sprit. Breitere Reifen, größere Reifen, das kostet alles Sprit. Aerodynamischer sind sie jetzt auch nicht besonders fortgeschritten. Also, und das ist mit dem Klang genauso. Oder mit dem Sound. Oder mit dem Geräusch. Ja? Die dürfen 79 Dezibel haben. Fahrgeräusch. Dann dürfen sie rein theoretisch, wenn sie es messen würden, maximal 1 Dezibel abweichen. Beim Standgeräusch dürfen sie 5 Dezibel abweichen. Das ist dann die 5 Dezibel Toleranz. Früher hat ein Hersteller von einer Zubehörauspuffanlage, wenn sie legal war, eigentlich diese 5 Dezibel gar nicht ausgeschöpft, weil er gesagt hat, ich will ja nur, dass das Ding besser geht oder besser ausschaut. Waren auch nicht so teuer, die Anlagen früher, auch im Verhältnis nicht. So, das heißt, du hast die Anlage draufgebaut und die hat statt Standgeräusch, ist ja wurscht, 94, hat er halt 95 gehabt. Vielleicht 96, könnte sein. Die heutigen Anlagen werden wirklich bis aufs Letzte ausgequetscht, um diese 5 Dezibel auszunutzen, die der Gesetzesgeber vorschreibt. Das heißt, wenn ich bei meiner MT-01 jetzt einen Zubehörauspuff drauf mache, wie zum Beispiel Akrapovic, gibt's ja, jetzt hätte ich es beinahe nicht rausgekriegt, hat meiner zwar eingetragen 94 Dezibel, aber er wird diese 5 Dezibel ziemlich ausschöpfen. Gehen wir mal davon aus, dass er bloß 4 Dezibel ausschöpft, dass er noch 1 Dezibel an Toleranz hat, falls was irgendwie wäre, dann hat er 98 Dezibel. Das heißt, ich dürfte mit meinem Motorrad, obwohl er über 95 Dezibel hat, noch fahren, weil er laut Papier unter 95 Dezibel hat. Und so ist es mit den Auspuffanlagen, mit den Klappenauspuffanlagen genauso. Die haben halt ihre 110, 115 Dezibel. Ja, und wenn man im Endeffekt am Lautstärkenregler dreht, ich nenne es mal so, dann schafft selbst dein Motorrad, wenn er 79 eingetragen hat, keine 79 Dezibel. Weil du eben in einem Bereich fährst, zwischen der nicht zwischen 50 und 80 ist in dem Gang, sondern die neuen Supersportler, die großen, die schaffen über 100 mit dem ersten Gang. Kein Problem. Der zweite und der dritte ist ja dann schon wieder über 80, also ist er dann auch wieder laut. Das heißt, das Problem ist nicht die Lautstärke von dem Motorrad, sondern das Problem ist, wie der Fahrer damit umgeht. Und wenn ich in Schwendt, da wo ich wohne, auf der Terrasse sitze, an einem Samstag und Sonntagnachmittag, wenn es schönes Wetter ist, dann höre ich genau, von wo sie kommen und höre genau, wo sie hinfahren. Und ich höre genau, wann sie Gas geben. Das heißt, die geben schon weit aus im Dorf, wo 50 noch ist, geben die schon richtig Gas. Und dann hört man es, wenn sie mit dem zweiten Gang hochfahren und im dritten schalten Vollgas und im vierten schalten Vollgas, dann weiß ich sicher, dass der alles fährt, aber keine 100. Wenn der dann mit den Berg rauffahren wird, ganz normal, und dann bei 100 auf dem fünften Gang schalten wird, dann wären sie auch nicht so laut. Das heißt, für mich ist das Problem nicht die Lautstärke, sondern die Geschwindigkeit, wie sie fahren und in welchen Gang sie fahren. Natürlich ist ein Motorrad geil, wenn du hier gerade Strecke hast, das geht bergauf und du latzt voll durch. Weil das Gefühl von der Beschleunigung ist unfassbar. Aber illegal. Und zwar einfach nur illegal, nicht mal von der Lautstärke, weil da sind sie legal unterwegs, weil das Gesetz das so vorgibt, sondern illegal, weil sie viel, viel, viel zu schnell sind. So, und wenn ich so ein lasches Gesetz habe, wie das Gesetz von der Lautstärke, vom Fahrgeräusch, egal vom Auto, vom LKW oder vom Motorrad, dann darf man die Schuld nicht dem Käufer eines Motorrads oder dem Fahrer eines Motorrads geben,
wenn er zu laut ist. Und dann ist eine Streckensperrung für die Leute, die dort wohnen, völlig, völlig in Ordnung. Weil die können sich da kaum mehr unterhalten. Ich habe auch mit eine Reportage gesehen, da sind sie auf der Terrasse gekommen, da haben sie in der Stunde 270 Motorräder zählt. Und von denen 270 waren gefühlt die Hälfte zu schnell, dadurch auch zu laut. Und die Hälfte war eigentlich in Ordnung. So. Und wenn ich das zusammenzähle, ist das Problem eher die Geschwindigkeit mit der Gangauswahl, wie die Leute fahren. Oder sie haben den Auspuff so manipuliert, dass die Flöte, also der dB-Killer, der Schalldämpfer, einfach entnommen wird. Hat man auch oft, schraubt man raus, hier eine Schraube oder zwei, lass vier sein, rausgeschraubt, in die Tasche gesteckt. Hier Gas, Sound. Ich bin letztes Jahr oder bis letztes Jahr bin ich auch noch sehr laut rumgefahren mit meiner Harley. Ich blende es mal kurz ein. Würde ich heute nicht mehr, weil mir das persönlich zwar nicht so laut ist, ich bin mit dem Auspuff, bin ich zum Beispiel von mir daheim nach Dortmund gefahren, einmal im Jahr und wieder zurück, und mir war das nicht so laut. Das war für mich super geil, angenehm. Aber den Leuten rundherum ist es zu laut. Das habe ich jetzt nicht bloß gemerkt oder gelernt, weil ich jetzt ein E-Autofahrer bin, sondern zum Schluss war es mir mit dem Motorrad peinlich, in dieser Lautstärke durch Ortschaften zu fahren. Wenn ich irgendwie eine Tour gefahren bin, durch Ortschaften durch, habe ich mich schon sehr ertappt, dass ich dann zum Schluss wirklich unter Tourix gefahren bin und damit auch verhältnismäßig leise. Es war immer noch laut, aber jetzt nicht unangenehm. Oder ich habe auf den Knopf gedrückt und der Auspuff war leise in der Ortschaft. So wie es ja eigentlich gehört. Alles legal. Alles legal. Der war offen legal, der war zu legal. Weil er genau dann zugemacht hat, wenn er eigentlich gemessen wird. Eigentlich ähnlich wie VWs Schummelsoftware. Ja, bloß, dass er nicht schummelt, weil er ja eigentlich nichts falsch macht. Er kaschiert ja keine Zahlen, die er erreichen muss mit irgendwelchen Zahlen, die er nicht erreicht und die dann trotzdem damit verkauft werden. Zum Beispiel, er sagt nicht, ich habe 79 Dezibel und wenn es dann fährst, hat er 110, 100, 115 Dezibel. Sondern er hat 79 genau dann, wenn er es sein muss, wenn er es haben muss. Und das ist das Problem. Das heißt, in Tirol oder in Deutschland, wenn sie jetzt so Straßensperren machen, sollten sie nicht auf die 95 Dezibel Standgeräusch gehen, sondern sie sollten schauen, hat er einen Zubehörauspuff dabei? Hat er dann wirklich diese 95 Dezibel? Hat er dann auch wirklich diese 79 Dezibel? Und wahrscheinlich hat er es sogar. Dann kann man nichts machen. Dann ist es so. Und dann kann man aber auch nicht Leute, die ein Motorrad haben, die halt jetzt über 95 Dezibel sind, plötzlich ausschwören und sagen, du darfst nicht mehr fahren. Mit einer Begründung, die haarsträubend ist. Und das wird nicht lang gut gehen, weil ich glaube, die ersten Rechtsanwälte sind schon drüber und das wird kippen. Weil das ist ein Wert, damit kann man nichts, wirklich gar nichts anfangen. Und wenn ich was zum Sagen hätte, würde ich Klappenauspuffanlagen verbieten. Sind sie ja schon.
aber nur für Motorräder, die also nicht nur die neu zugelassen sind, sondern die neu entwickelt auf den Markt kommen. Sollte man eine Prämie einführen, dass man vielleicht sagt, du pass auf, wenn du deinen Klappenauspuff zurückgibst, kriegst du von mir bar, keine Ahnung, 500 Euro. Und dann fährst halt deinen originalen Auspuff wieder. Macht das vielleicht Sinn? Ich weiß es nicht. Macht es vielleicht Sinn, dass man überall eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingibt, bis 80 Stundenkilometer und nicht schneller, weil da, bis dahin, müssten sie ja die 79 Dezibel einhalten. Macht das vielleicht Sinn? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Macht das Spaß? Bestimmt nicht. Wie man es macht, weiß ich nicht. Aber so wie sie es jetzt machen, machen sie es definitiv am falschesten. Weiß ich nicht. Schönes Beispiel, ich war am Wochenende war ich bei Metzger in Lauterhofen. Da war eine ganze Gruppe dort gesessen und haben miteinander so Brotzeit gemacht, im ausreichenden Abstand wohlgemerkt. Waren vielleicht so 10 Leute. Und da ist ein Aston Martin vor dem Eingang gestanden und dann ist wahrscheinlich ein Händler, weil er rote Händlernummer gehabt hat. Da ist der raus und ist eingestiegen und hat das Ding anlassen. Recht hochdurig, total blechern. Also wirklich kein guter Klang. Er war nur laut. Es war für mich sogar Lärm, weil er eigentlich keinen schönen, angenehmen Klang gehabt hat, sondern nur blechern. Und die ganzen Typen, es waren lauter junge Mädels, Frauen, Kinder, alles dabei. Und die haben so geschaut, ah Jungs, und dann schauen sie so und dann habe ich mir gedacht, oh je, jetzt werden sie gleich sagen, oh, oh geiler Sound. Ja, dann hat er Gas gegeben, so, den ersten Gang rein und dann hast du gehört, wie er dann zumacht. Dann ist er gefahren, so, da war der Klang im Übrigen besser als offen. Ist er gefahren und dann haben wir gesagt, der eine, jetzt würde er wahrscheinlich gleich Gas geben und würde sie wieder so in den großen Max-Asser hängen lassen. Und dann hörst du unten so in der Gasse drin, links und rechts Häuser, hörst du dann oben pfeffern. So ewig. A war er dann auf jeden Fall schneller wie 50. Zack, Führerschein weg, Auto zusammenbrennen lassen. Ja. Und dann war was, weil es war einfach so schön, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass junge Leute dann auch so sagen, das ist ja ein Angeber, he? Einen auf dicke Hose machen schon hier. Und dann so ein Lärm. Also die waren auch nicht begeistert von dem Lärm. Obwohl es junge Leute waren, wo jeder sagt, ah, junge Leute, die wollen laute Jaros und so. Ich glaube, dass sich das langsam dreht, auch bei den Motorradfahrern. Und auch ich werde Motorradfahrer ansprechen, wenn ich den Auspuff schon anschaue und wenn ich dann sehe, da kannst du ja bis zum Kolben schauen, da fällt einfach der DB-Kühler, dann würde ich den drauf anreden und sagen, dein DB-Kühler verloren war, welcher Tier haben wir jetzt Straßensperrungen später? Ich weiß nicht, was man machen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich habe meine Harley hergegeben, weil es mir zu laut war. Nicht, weil es mir zu laut war, sondern weil ich es einfach nicht mehr wollte. Und der Coolness-Faktor lauter Auspuff ist für mich völlig verflogen. Hat aber nichts mit dem E-Auto zu tun. Ist irgendwie so auch verflogen. Muss auch nicht. Zeit ist vorbei, meines Erachtens. Schreibt mir in den Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr der gleichen Meinung seid und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht. Lasst uns drüber reden und zwar in einem gesunden Menschenton, auch die, die neu dabei sind. Hier herrscht ein gesunder, freundlicher Ton, außer ich flippe manchmal aus. Dann nicht. Das war's, bevor es dunkel wird. Servus, sagt Locker, euer Focker.